Und dann tun wir hier eine hin. Dann komme ich da nicht mehr rein. Gut gemacht. Geh weg da. Du kommst auch da raus. Stell dich hier außen hin. Dahin. So. Du kannst meinetwegen hier hin. Komm. So. Jetzt haben wir zumindest ein wenig Schutz. Besser als gar nichts. Unsere Energie ist zwar auch schon relativ weit unten, dafür, dass der Tag gerade erst angefangen hat, aber was tut man nicht alles, um ein wenig voranzukommen, ne? Was haben wir denn noch? Da ist noch ein bisschen Kram, das wir einsammeln können. Sehr schön. Das nehme ich doch gerne mit, das kann ich verkaufen. Den nehme ich. Den nehme ich. Wenn es nicht besser wird zum Arzt, nicht das doch was im Glas gemacht haben. Ja, klar, wenn es nicht besser wird, dann auf jeden Fall. Sicher ist sicher. So, dann schauen wir mal, hat er denn schon offen, der gute Clint? Oder Opa? Den sehe ich auch so selten hier draußen. Ich habe immer das Gefühl, der Opa ist irgendwie in seinem Haus eingesperrt. Der will auch gar nicht raus. So, da ist Sam. Wir sollten Sam auch mal was schenken. Sonst kommen wir da gar nicht voran. Magst du ein Blümchen? Hallo, hier. Das ist interessant. Okay, das scheint ihm nicht gefallen zu haben. Dann halt nicht. Ich habe es versucht. Ich habe mein bestes Team. Lass mich hier rein. So. Los, mach auf das Ding. Einmal bitte die Diode aufbrechen. Vielleicht ist was Cooles drin. Jo, perfekt. Und was mache ich mit dem Ding? Kann mir doch bestimmt Gunther was zu sagen, ne? Natürlich kann Gunther das. Natürlich kann er das. Dann gehen wir doch da mal hin. Der hat doch, glaube ich, auch nur bis 16 Uhr auf, ne? Oh ne, bis 18 Uhr sogar. Dann kann er uns als recht was dazu sagen. Hier, bitteschön, ich hab was für dich. Ja. Eigentlich wurscht wo. So, bitteschön. Sagen tust du wieder nichts dazu. Als wäre das selbstverständlich irgendwie. So. Dann. Hat der Markt denn noch auf? Oder machen die um 4 zu? Irgendwas hat um 4 auf jeden Fall zugemacht. Ich weiß noch nicht mehr was. Hast du noch auf? Sieht zumindest so aus. Dann, wie viele brauchen wir denn noch? Das ist die bessere Frage. Grünkohl. Wächst in 6 Tagen. Eigentlich möchte ich jetzt zumindest von jedem mal ein bisschen was haben. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Immer 4 davon. Jetzt haben wir wieder keinen Platz. Nehmen wir wohl doch noch ein paar Kartoffeln mit. In 6 Tagen. Wir haben jetzt den 7. Okay. Nehmen wir noch ein bisschen was mit, so. Nehmen wir halt Kartoffeln. Sam mag Julia Cola, versucht das mal morgen. Ah, okay. Kann man angeln oder kaufen. Sehr schön, danke. Das finde ich ja auch immer so doof, dass du erstmal rausfinden musst. Okay, was genau magst du jetzt? Und dann kannst du es ihm schenken und kommst voran. Wenn du das aber natürlich mit allen Dingen einfach mal ausprobierst, hast du irgendwann mal Glück. Aber in der Regel dauert es sehr lange, bis du irgendwas zumindest gefunden hast, was passt. Aber so kommen wir natürlich schneller voran. Dann hätte ich gerne einmal die blöden Kartoffeln ausgesät. Zack. Zack, zack. Und hier. Sehr schön. Was ist das hier eigentlich? Warum ist das da? Kann ich das wegmachen? Was wächst da? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, es ist der Blumenkohl. Vicky weiß alles. Das stimmt.
Das stimmt. Der Tagesablauf, das hat mich bei Sebastian auch so richtig genervt, dass ich ihn nie gefunden habe. Und dann war er immer in seinem Zimmer drin und dann denkst du dir so, toll, ich habe die Freundschaft noch nicht so ausgebaut, dass ich zu dir reinkomme. Also komm bitte raus. Und dann stehst du da und wartest und wartest und wartest, bis du dann rausgefunden hast. Ah, okay, dann und dann ist er doch mal draußen und dann kannst du ihm auch tatsächlich was schenken. Aber wäre ja auch langweilig, wenn man von Anfang an alles weiß. Ne? Von daher, dann lieber ein bisschen warten. So, hier haben wir noch ein bisschen blödes Unkraut. Dann können wir erstmal den Kram auch wegräumen. Damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Es ist eindeutig viel zu klein. Wir brauchen jetzt erstmal die 2000. Ich glaube, darauf sparen wir als nächstes. Wir haben ja jetzt ein bisschen was angesät. Vielleicht kaufen wir noch 2, 3 Samen, dass das Feld hier voll ist. Und dann schauen wir, dass wir den Rucksack... Ist das ein Rucksack gewesen? Das sah aus wie ein Rucksack. Den Rucksack kaufen, dass wir ein bisschen mehr tragen können, weil das ist halt echt richtig nervig. Und ansonsten ist es schon wieder ganz schön spät. Aber wir können ja in das Gemeindezentrum gehen. Der waren wir ja noch gar nicht, nachdem wir beim Zauberer waren. Da ist nix. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Ich finde, auch in der Mine verlierst du so viel Zeit. Denkst vor allem auch gar nicht an die Zeit. Und dann ist es schon zu spät. Guck so auf die Uhr. Ups. Vielleicht hätte ich früher gehen sollen. Dann hast du noch den Weg bis nach Hause. Wenn du dann die Lore noch nicht hast, dann ist der Weg auch noch ganz schön weit. So. Nun können wir das lesen, was da steht. Angeblich. So, sehr schön. Wir brauchen quasi Herbstfrüchte. Winterfrüchte. Das ist das Zeug, was draußen rumliegt. Sommer. 99 Holz, Steine und 10 Hartholz. Und Frühling. Ja, guck mal, das haben wir schon alles. Das können wir auf jeden Fall schon mal abschließen. Das können wir auch schon mal machen. Dann holen wir doch den Kram. Das sollten wir ja wohl noch hinkriegen. Und dann können wir uns an das Holz und Steine sammeln machen. Dann haben wir die nämlich auch schon mal abgehakt. Alles, was man sofort erledigen kann, ist sowieso besser, es sofort zu tun. Bin ich zumindest der Meinung. Sonst vergisst du es nämlich. Und dann hast du die Sachen, was du für den Teil brauchst. Hast es aber nicht mehr im Kopf. Gibst es dann in die Kiste. Und dann gehst du wieder hin oder guckst in deine Map rein. Und dann heißt es, oh shit, habe ich gerade verkauft. Und dann gibt es das wahrscheinlich auch nur im Sommer oder so. Was ist das hier? Irgendwas ist da. Das ist eine Blume wahrscheinlich. Die lebt. Das hat mich auch immer geärgert, wenn du dann sagst, okay, was ich, du sollst irgendwas anbauen. Du hast es angebaut in Masse. Und dann stellst du fest, oh, ja, den Kram, den habe ich aber jetzt gerade verkauft. Und den gibt es auch nur in der einen Saison. Und dann stehst du da. Toll, jetzt darfst du ein ganzes Jahr warten. Ein ganzes Jahr. Dann bringen wir jetzt eben den Löwenzahn da noch hin und dann können wir ins Bett gehen. Dann haben wir wenigstens gut was geschafft. Wenn es nicht so dunkel wäre, würde ich vielleicht auch mehr sehen. Ich habe auch das Gefühl, auf der Monster-Map ist es dunkler als auf der normalen. Lass mich hier rein. Ich möchte diesen Löwenzahn gerne abgeben. Ich teile mit euch Junimoos. Zack. Hier war das, ne? Ja. So. Zack. Den Rest haben wir verkauft. Müssen wir es wieder suchen. Und dann gehen wir jetzt nach Hause ins Bettchen. Ganz schön dunkel.
kaufen können wir nichts mehr. Gut. Dann ins Bettchen. Jawohl. Nachdem er sowieso speichert, würde ich sagen, wir beenden das für heute. Ein bisschen kürzer als gestern, aber ich muss leider noch ein bisschen was machen. Aber wir sehen uns morgen wieder. Außerplanmäßig zu Project Diva. Ein bisschen Miku Hatsune genießen. Und noch besser, wenn du nur eins für das Bündel und findet es nicht. Ja, das hatte ich auch oft genug, das stimmt. Ja, Stardew Valley gibt es nächsten Mittwoch wieder. Morgen, wie gesagt, außerplanmäßig ein wenig Miku. Ansonsten sehen wir uns dann Freitag wieder zu Super Mario Odyssey. Wir werden da komplett neu anfangen. Wir haben also noch nichts davon gesehen. Ihr habt noch nichts verpasst. Mal gucken, wie schlecht ich darin bin. Gut bin ich nämlich definitiv nicht. Also, wir werden den Rip-Counter auf jeden Fall nach oben treiben. Da bin ich mir sicher. Und ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Bis denn!